So, ein weiterer Part. Und jetzt, ja. Wo geht's denn hier lang? Ah ja, da ist das Terminal, was wir vorhin gesehen haben. Und zwar ist hier gar nichts. Toll. Wir können es nicht mal ansprechen. Was ist denn das für ein Müll? Billigterminal, wahrscheinlich so Linux oder sowas. Eklig. Oder Windows 2000. Oder 98, machen wir es gleich so. Oh, ein Kind? Ich mag das zwar nicht, aber ich muss dich auslöschen. Oder ausschalten. Eine Frage, wenn du keine Kinder ausschalten magst, warum bist du da in Team Rocket, wenn du sowas nicht übers Herz bringst? Ich meine, als Team Rocket muss man so böse sein. Ein schwarzes Herz haben wie die Kleidung von ihnen. Einfach reines Böse. Reines schwarzes Böse. Und nur Radfratz im Team, das ist ja schon mal gut. Und Zubat, genau. Also die typischen Pokémon, was Team Rocket so besitzt, ist Ratzfratz, Zubat oder Rattan. Das sind so die, also allgemein fast Gift-Pokémon, ne? Smogon auch noch. Das sind so typische Rocket-Pokémon. Slime auch noch. Ja, schon wieder ein typisches Rocket-Pokémon. Ratzfratz. Na komm, zieh da einen Move und zisch ab. Ich wusste, ich würde verlieren. Ja, genau. Das wusste ich auch. So, hier ist eine weitere Treppe. Und hier geht's auch nach unten. Quatsch, hier geht's weiter. Hier ist ein Item. Und ich prophezeie, das ist die TM-Raub. TM46, ich schau mir mal nach. Was wollen wir denn so alles berauben? Ja, Raub, ganz wie ich es gesagt habe. Gut, und hier. Was ist hier passiert? Oh nein, dusch wieder. Habe ich dir nicht gesagt, dass ich Team Rocket zerschlage? Sag mir, wer war dieser Typ mit dem Umhang, der die Drachen-Pokémon einsetzte? Meine Pokémon waren keine Gegner für ihn. Die Niederlage macht mir nichts aus. Mit stärkeren Pokémon kann ich ihn besiegen. Was mich wurmt ist, was er zu mir gesagt hat. Er sagte, dass ich meine Pokémon nicht ausreichend liebe und ihnen nicht vertraue. Ich bin wütend, dass ich gegen so ein Großmaul verloren habe. Für Typen wie dich habe ich jetzt keine Zeit. Der tritt mich weg, oh Mann. Ein Hyperball. So, hier müssen wir das Passwort eintippen. Zack. Was? Wer bist du? Dies ist das Büro unseres Anführers, Giovanni. Er trainiert seit das Team Rockets vor 3 Jahren zerschlagen wurde. Wir sind sicher, dass er eines Tages zurückkehren wird, um das Kommando wieder zu übernehmen. Darum halten wir Wache. Ich lasse nicht zu, dass es hier laut wird. Warum kommt bei dem denn normale Musik? Ich meine, das ist ein Rocket. Oh, Entschuldigung, Rocket-Vorstand. Entschuldigung. Seufz. Muss ich mich dazu äußern? Nein, ich sag nur Walzer. Ach nee, bitte, jetzt musst du aber treffen, Lila, weil ich habe jetzt keine Lust nochmal, dass du irgendwelche Faxen jetzt machst, ne? Mit Selbstverletzung und so. Ja gut. Nein, das triffst du nicht. Ja, ich sag dazu jetzt. Danke, Lila. Danke, danke. Aber das mit dem Nicht-Treffen, ne, darüber müssen wir nochmal reden. Das geht so nicht. Das steht nicht in deinem Vertrag. Da kommst du später zu mir ins Büro. Ah ne, wir sind ja schon bereits in dem Büro. Fell! Ein Radikal. Ich bin erfreut, dass mal Entwicklungen kommen. Warum triffst du es schon wieder nicht? Das grenzt langsam an Inkompetenz. Herr Iglaba, wir müssen darüber echt mal ein ernstes Wörtchen darüber reden. Ich lasse sie ersetzen. Durch meinen besseren Angestellten namens Woingenau. Denn er kann die Arbeit viel besser praktizieren, als sie es tun. So, Konter. Er greift bestimmt mit guten Schlag an. Genau.
Jetzt komm schon, sei bissig. Warum triffst du jetzt nicht, ihr Radikal? Na komm, triff. Nein, nicht mit Rutenschlag, sondern mit einer Angreiferattacke. Wie zum Beispiel Hyperzahn. Danke. So, das zahle ich dir jetzt heim. Mann, fast ein Monikill. Okay, jetzt nochmal. Danke. Und wie du mir, so ich dir. So kämpft man mit wohin genau. So. Smogon, ich glaube da... Verdammt, Smogon kann bestimmt Giftwolke und wenn wohin genau vergiftet ist, ist es schlecht. Da wächst sich besser aus zu einem eigenen Gift-Pokémon. Wir haben zwei Gift-Pokémon, wir haben X-Bad und Alpollo, die beide können nicht vergiftet werden, weil Gift-Pokémon allgemein nicht vergiftet werden können. Ich nehme jetzt mal Alpollo. Schlammbart. Wir hätten also wohin genau noch draußen lassen können, aber ich glaube, wohin genau wäre dann vergiftet worden. Bei Schlammbart besteht schon eine hohe Quote, dass das Opfer von Schlammbart vergiftet wird. Blub, 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 blub. Gut, Smogon wird down. Und wieder ein paar Erfahrungspunkte. Ich konnte nichts machen. Bitte vergib mir, Giovanni. Das darf mich nicht belasten. Ich muss es den anderen sagen. Ach, scheiß Tisch. So, ab zur Treppe. Was bist du für ein Pokémon? Das Passwort? Preisitzt Giovanni. Ja, danke Grammox für das Passwort, ne? Mann, Papageien oder Krammuchse haben schon was Gutes. Gut, dann gehen wir jetzt zu den Generatoren hin und öffnen es, sodass wir diese, dass wir diese Generatoren deaktivieren können, die diesen merkwürdigen Sound hier verursachen, den ich DJ von DJ Fragezeichen, genau. So, DJ Fragezeichen. Die Tür ist verschlossen. Gold geht das Passwort ein. Die Tür ist entriegelt. So einfach. So, weiter. Bleib stehen, wo du bist! Wir konnten es nicht zulassen, dass ein Balk hier herumläuft. Das schadet Team Rockets Ruf. Wie stark du auch bist, du kannst es nicht mit uns beiden aufnehmen. Tut uns leid, Winzling. Jetzt wirst du zermalmt. Hey, sei nicht so egoistisch. Teile den Spaß. Wie? Du hattest deinen Komplizen? Wo ist dein Ehrgefühl? Ich, Giovanni Stellvertreter, werde dir zeigen, was es bedeutet, sich mit Team Rocket anzulegen. Oh. Mann, könnte man jetzt als Doppelkampf bezeichnen. Aber Doppelkämpfe gibt's ja noch nicht. Erst ab der dritten Generation. In Rubin, Saphir und Smaragd. Und Feuerrot und Blattgrün auch noch. Gut, ich bin begeistert. Sie hat anscheinend die Rettern trainiert und wurde zum Vorstand erhoben, die weibliche Team Rocket Dingens. Komm, Gift gegen so ein Gift-Pokémon wie Iglau zu kämpfen, ist mir ein bisschen riskant. Ich wechsle zu Alpollo. Blub, Silberblick. Also gut, schlaf meine Runde, ne? Du hattest sicher einen harten Tag. Gib dir eine Ruhe. Mittagspause oder sowas. Gut, und jetzt Spukball. Ja, genau, Schlafenrunde, während mein Alpollo dich weiter ins Gesicht spuckt. Ich glaube, Alpollo lernt mit Level 36 Traumfresser. Dann könnten wir Attacke mit Hypnose kombinieren. Oh, Grammox, das Pokémon, was vorhin uns das Passwort verraten hat. Sie hat es anscheinend mitgenommen. Weil sie kein anderes Pokémon mehr hatte. Oder kein besseres. Ja, Grammox ist ein Unlicht-Flug-Pokémon. Bekommt aus der vierten Generation eine weitere Entwicklung hinzu namens Kramchef. Hatte ich ehrlich gesagt noch nie im Team, aber mich würde mal interessieren, wie das so im Team ist. Vielleicht nehme ich sie ja im Pearl Let's Play. Mal schauen.
Falsch auf dem Schnabel! Was meinst du, mich oder was? Mann, Unlicht, Pokémon mit Unlicht-Attacken anzugreifen, habe ich auch noch nie gemacht, so richtig. So jetzt halt. Gut, ihr letztes Pokémon, ein Duft. Duflor meine ich. Duflor, Duflor. Ey, Duflor! So, Duflor, ich mag dich alle. Hör auf zu sappern, das gehört sich nicht. So, Blut! Also gut, ich greife an mit, na, mit Blut, ja. Oh man, Säure senkt meine Verteidigung, ne? Oder? Nee, in dem Fall nicht. Gut, das war's. Mann, was für ein heftiger Vorstand. Du bist wirklich gut. So ein Mist. Wenn du bei Team Rocket einsteigen würdest, wärst du sofort im Vorstand. Dieses Versteck ist gesäubert. Das ist gut. Das Sende-Experiment war ein voller Erfolg. Es ist egal, was aus dem Versteck wird. Wir haben höhere Ziele. Schon bald wirst du die wahre Macht von Team Rocket würdigen. Amüsier dich, solange du noch kannst. Fü-fü-fü-fü. Genug, wir haben hier alle Anhänger von Team Rocket besiegt. Aber der Junge, der auf den ich traf, macht mir wirklich Sorgen. Sorry Gold, ich habe dich beobachtet, wie geschickt du bist. Daher habe ich mich zurückgehalten. Jetzt müssen wir nur noch dieses merkwürdige Signal abschalten. Mhm. Diese Maschine ist die Wurzel allen Übels. Ich sehe leider keinen Schalter. Uns bleibt keine andere Wahl. Wir müssen alle Elektroballs besiegen. Das sollte genügen, um die Maschine abzuschalten. Die Pokémon trifft keine Schuld, daher fühle ich mich schuldig. Was? Gold, wir sollten uns besser trennen. Aber wir sind doch in keiner Beziehung, wie sollen wir uns dann trennen? Oh, schwuler Siegfried, ey. So, hier ist Elektroball Nummer 1. Er leckt mich doch am Arsch. Also gut, Elektroball. Ich wechsle zu Apollo. Es greift bestimmt mit Finale oder so an. Wie vorhin auch mit den Voltoballs im letzten Part, glaube ich. Oder was in diesem. Ne, das war im letzten Part, stimmt ja. Also gut, und jetzt Spukball. Es kann uns nicht angreifen, soweit ich weiß. Außer mit Kreideschrei, aber Kreideschrei zieht hier nichts ab. Ah, danke für den Service. Gut, wo ihn genau bekommt Erfahrungspunkte, sehr schön. Hier ist Elektroball Nummer 2 oder Elektroball, whatever. Früher habe ich Elektroball gesagt. Aber Elektroball ist eine Attacke, soweit ich weiß. Ab der 5. Generation wurde sie eingeführt. Und das Geile ist, Elektroball kann Elektroball. Da muss ich immer sagen, Elektroball setzt Elektroball ein. Naja gut. Wieder wechseln zu Apollo. Mir geht langsam die Spucke aus, weil ich habe ja in letzter Zeit ja nicht so viel aufgenommen. Da muss ich mich wieder ein bisschen gewöhnen an längere Aufnahmesessions. Und Level Up für Ingenau. Gut, und das letzte. Dann haben wir dieses Dame DJ Fragezeichen besiegt. Das ist DJ Fragezeichens Anhänger Nummer 3. Also gut, nochmal Apollo. Und ich hoffe, du setzt das Finale ein, ansonsten. Dankeschön. Selbstmorddrohungen bringen was. Oder Morddrohungen. Ach, leck mich. Irgendwie sage ich in letzter Zeit in jedem Part, leck mich. Ich habe ja auch gerade gegen Elektroballs gekämpft. Okay, scheiß drauf. Das merkwürdige Signal ist verschwunden oder vorbei. Der See sollte sich wieder normalisiert haben. Du bist ein Held. Ich möchte dir im Namen aller Pokémon danken. Ja, du sollst das annehmen. Ich habe es hier gefunden. Ich kann es aber nicht gebrauchen. Baum 6. Das ist Whirlpool. Das ist Whirlpool. Gib dies einem Pokémon, um reißende Strudel zu durchqueren. Aber vergiss nicht.
Du benötigst den Orden der Pokémon Arena in Mahagonia City, um die Form außerhalb eines Kampfes einzusetzen. Gold. Es ist ein langer und steiniger Weg bis zum Pokémon Meister. Bist du bereit, diesen Weg zu bestreiten? Ich verstehe, du hast recht. Wenn ich die Flinte so schnell ins Korn... Wenn du die Flinte so schnell ins Korn wirfst, hättest du nie vor, diesen Traum zu verwirklichen. Ich freue mich darauf, dich wiederzusehen. Das werden wir. Auf jeden Fall. Gut, dann verlassen wir dieses stinkende Hauptquartier. Hier stinkt es nämlich nach toten Pokémon. Gut, hier ist ein Pokémon Center. Juhu. Wir heilen jetzt schnell unsere Pokémon. Und jetzt könnten wir theoretisch die Arena machen. Möchte ich allerdings noch nicht, denn ich möchte... Oh Gott, was mache ich jetzt? Wir haben jetzt mehrere Möglichkeiten. Ich gehe mal nochmal durch, was wir jetzt machen können. Wir haben jetzt... Nee, Quatsch. Wir können Whirlpool nicht außerhalb eines Kampfes einsetzen. Wir müssen jetzt in die Arena gehen. Aber ich frage mich, ob wir noch genug Zeit haben. Oder wollen wir uns das für nächste Woche aufheben? Die Arena-Kampf? Die Arena-Kampf, genau. Wisst ihr was? Ich mache jetzt mal eine kurze Pause. Und dann mache ich später weiter, wenn Abend ist. Keine Ahnung, warum Abend. Einfach mal so zum Spaß. Und dann mache ich diesen Part ein bisschen länger als sonst. Damit wir noch die Arena fertig kriegen. Und dann starten wir nächste Woche. Genau, so mache ich das. Also, ich beende jetzt mal ganz kurz. Ne? Ich mache mal kurz Pause. Und dann machen wir gleich weiter mit der Arena. Also, bis gleich.